Hallo zu diesem Video. Heute stelle ich vor, wie man in Power BI eine Top-N-Auswertung auch nach Unterkategorien umsetzen kann. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich habe nun ein neues Arbeitsblatt in Power BI geöffnet. Ich werde nun im ersten Schritt die Top-N-Auswertung vorstellen. Und im Schritt 2 die Top-N-Auswertung nach Unterkategorien. Beginnen wir nun mit Schritt 1. Ich verwende nun eine Matrix-Visualisierung, in der ich einzelne Länder nach dem Total Profit auswerten möchte. Ich möchte nun die Top 10 Länder mit dem meisten Total Profit auswerten. Dazu gehe ich in den Filterbereich und wähle nun im Bereich Country, Filtertyp und wechsle auf Top N und gebe nun an die Top 10 Länder und muss noch hier die Information angeben, dass diese nach dem Total Profit sortiert werden sollen. Somit erhalte ich nun die Auswertung der Top 10 Länder nach Total Profit und kann mir diese auch noch sortieren. Somit sehe ich, dass Kuba am profitabelsten aller Länder war. Jetzt ist es so, dass man, wie in Schritt 2 angekündigt, auch Unterkategorien einer Top-N-Auswertung unterziehen möchte. Beispielsweise möchte ich nun wissen, wie sieht es denn aus mit den Produkten? Welche Top-3-Produkte wurden in diesen Top-10-Ländern am meisten verkauft? Standardmäßig kann ich dieses nicht über das Visual durch eine zusätzliche Top-N-Filterung durchführen. Ich muss mir mit einem Measure dazu helfen. Wie mache ich das? Dazu erstelle ich ein neues Measure. Dieses nenne ich Rank für die Reihenfolge und verwende nun den Befehl Rank X in der Sprache DAX und gebe nun an, alle Einträge der Artikel, das sozusagen meine Unterkategorie entspricht, und gebe im zweiten Parameter an, das Measure, nachdem ich die Reihenfolge ermitteln möchte, in meinem Fall Total Profit. Nachdem ich nun den Ausdruck abgeschlossen habe, sehen wir uns das in einer Matrix-Visualisierung im Einzelnen an. Ich wähle nun den Item Type, wähle nun das Measure aus und kann auch den Total Profit mit angeben. Ich sortiere noch nach der Reihenfolge und ich sehe, dass Kosmetik jenes Produkt ist mit dem meisten Umsatz. Nun kann ich das mit dieser Information die bestehende Matrix-Visualisierung erweitern. Dazu öffne ich den Filterbereich, schließe diesen Country-Filter und gebe nun das neu erstellte DAX Measure Rank in den Filterbereich und überlege mir nun, dass ich je nach Auswahl die Top 5 Unterkategorien oder die Top 3 Unterkategorien in diesem Fall
da es nicht so viele Unterkategorien der Produkte gibt, möchte ich die Top 3 Produkte mir anzeigen lassen pro Land. Dazu wähle ich nun die Filtermöglichkeit ist kleiner als, meinem Fall 4. Somit bekomme ich die Einträge 1 bis 3 und bestätige mit Filter anwenden. Sehen wir uns das nun das Ergebnis näher an. Ich erhalte nun die Top 3 Produkte pro Land sozusagen jetzt innerhalb der Top 10 Länder. Wie ihr seht, könnt ihr somit ganz einfach eine Unterkategorie noch weiter einer Reihenfolge unterziehen und bekommt so ein aussagekräftigeres Ergebnis. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.